jetzt kommen gleich der Dennis Möller, der Juniorchef von Sun Mobile Cars, und sein Mitarbeiter der Niklas. Und wir machen zusammen ein Video von Günni und natürlich noch ein paar anderen Features. Wir wollen ja neue Reifen auf Günni aufziehen und dann schauen wir uns mal an, wie die funktionieren, und machen mal eine Probefahrt. So, jetzt nimmst du kontinuierlich auf. Okay. Alles gut. Alles, was wild rumläuft. Cheers. Cheers. Ja, das sind so die Größen, die kosten 100 gut. No sugar. mit dem Videodreh fertig geworden, zusammen mit Dennis Möller, also 1A. Klasse, also er kann das super gut. Wir lernen gerade viel von ihm, auch durch Kooperation, die wir jetzt noch, viele Ideen, die wir jetzt noch umsetzen möchten in naher Zukunft. Aber auch das Video jetzt gerade eben war einfach beeindruckend. Dennis Möller ist wirklich echt. Das durfte ich jetzt nochmals feststellen. Wir kennen ihn jetzt seit einem knappen halben Jahr jetzt. Und also er ist wirklich so wie in den Videos. Klasse und immer für einen da und hat richtig viel Spaß gemacht, der Videodreh. Und jetzt sind wir wieder auf der Rückfahrt zurück zu Sun Mobile Cars, wir werden es auch nochmal besprechen. Und hat riesig viel Spaß gemacht. So, wir sind wieder hier bei Sun Mobile Cars. Hat euch ja gerade berichtet, wie toll der Dreh war. Und Tanja kommt noch, zieht sich gerade noch ihre Schuhe an, weil, falls ihr sie nicht gewusst habt, in Günni kommt man ohne Schuhe rein. Und die Schuhe werden draußen ausgezogen. Also ja, der Günni ist schuhfrei, wie man so schön sagt. Ja, weil das ist unser Zuhause. Und Tanja sieht das nicht so eng. Ich sehe das sehr eng. Und Tanja war aber so lieb und hat natürlich Verständnis für mein Spleen, dass ich Schuhe in einem Wohnmobil, ich persönlich nicht mag. Alle anderen können das ja genauso handhaben, wie sie möchten. Ich finde das nicht so schön. Deswegen auch. Genau. Ich hoffe, auch Tanja. So, wie hat es dir gefallen? Super. Super, hat Spaß gemacht, der Videodreh? Ja, hat mega Spaß gemacht. Natürlich mit einem Profi wie Dennis und Nikolas. Also richtig, richtig schön. Und wir lernen ja noch ganz viel, sind am Anfang. Und ich glaube, das war ein ganz großer Schritt heute, um noch mal viel zu lernen. So, jetzt sind wir hier auf dem Campingplatz Nordwest in München und werden jetzt mal schön was essen, bayerisch, naja, Schnitzel. Schnitzel, genau. Ich esse ein Schnitzel. Ich esse Fleischpflanzer, das ist typisch bayerisch, mit Salat, wie immer. Schauen wir mal, kommt gleich, ja, dann gucken wir mal, wie uns das schmeckt. Aber ich denke, gut, ist hausgemacht. Genau, und ich habe Schnitzel mit Pommes bestellt. Ihr werdet es ja gleich sehen, was wir uns gerade Gutes bestellt haben. Und zu dem heutigen Tag nochmal Revue passieren. Wir haben jetzt 17:25 Uhr, es ist noch früh. Ja. Wir wollen jetzt was essen, hatten wir schon gesagt, und was wir essen. Danach gehen wir vielleicht noch ein bisschen spazieren, werden noch ein paar Eindrücke hier von dem Campingplatz zeigen.
und wie uns so gefällt. Was mir jetzt aufgefallen ist, sehr sauber, die Sanitäranlagen, nur hatte ich jetzt keine Seife, musste jetzt nochmal in den Güni rein und mir dort die Hände waschen. Für mich ist extrem wichtig, dass überall Seife, Sanitäranlagen natürlich sauber sind, die sind hier sauber, aber wie gesagt, Seife hat gefehlt, dafür gibt es Minuspunkte, aber ansonsten, ja. Alles, bis was jetzt. Man braucht, ist halt ein stadtnah bzw. ein Campingplatz mitten in der Stadt. Und das haben wir dieses Mal gebraucht, weil wir am Samstagabend eine Veranstaltung haben, auf die wir gehen wollen. Und deswegen war es diesmal wichtig, nicht so weit außerhalb zu sein. Ja, schauen wir mal. Wir gucken gleich nochmal ein bisschen, was wir zu Fuß erkunden können. Ansonsten liegt ein extrem anstrengender Tag hinter uns. Wir sind ja sehr früh losgefahren, mitten in der Nacht, haben wenig geschlafen. Also glaube ich, dass der Abend nicht so lange wird heute. Genau. So, liebe Camperfreaks, Schnitzel war sehr lecker. Das Fleischpflanzerl habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Fleischpflanzerl mit Schwammerl war auch sehr gut. Jetzt müssen wir das aber mal ein bisschen spazieren tragen, das Ganze. Genau, und jetzt sind wir hier in der Natur. Jetzt laufen wir einmal um den Campingplatz rum. Hier ist ein bisschen Wald. Die Lichtung da vorne, ja, sieht schön aus hier und ja, wir laufen. Hier kommt Güni gleich um die Ecke am Astroshop in Landsberg am Lech. So, ein super toller Güni-Parkplatz. So, ihr lieben Camperfreaks, wir sind heute bei Astroshop, hatte ich ja schon gesagt. Das gute Stück habe ich mir jetzt gekauft. Von Unistella. Damit werden wir schöne Astrofotografien machen von Planeten, Astronebeln etc., Galaxien. Und ja, ich bin sehr froh und sehr glücklich, eins bekommen zu haben. Astroshop.de kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Mit der Astronomie beschäftige ich mich ja auch seit ca. 2 Jahren jetzt und dieser Shop ist einfach nur super genial. Man kriegt hier wirklich kompetente Beratung, Informationen und die Preise sind auch top. Und kann ich nur empfehlen. Oder Bombay? Zugspitze. Leider kann ich mit der GoPro nicht zoomen. Alle Aufnahmen, die ihr jetzt seht in dem Video, sind
nur mit der GoPro gemacht, mit der GoPro 10 Black. Ja, weil meine andere Sony-Kamera noch nicht da ist und die, die ich als Ersatz bekommen habe, ja, nicht so richtig funktioniert. Die geht aber zurück und deswegen kann ich hier nicht zoomen. Aber verlasst euch drauf, da oben ist die Zugspitze, sie ist wunderschön. Da hinten haben wir auch die Seilbahn-Zugspitze. Wir haben jetzt nach 17 Uhr und die fährt jetzt auch nicht mehr. Aber da oben sieht man das, es ist wirklich beeindruckend. Die Zugspitze ist echt schön, wie es da aussieht. Vorne ist Tanja und hier nochmal die Seilbahn-Zugspitze. Und da unten, ja, der See Altblacht oder keine Ahnung wie der heißt. Ich muss jetzt gucken selber. Ich bin selber Touri. Alpsee. Nur Tanja ist ja etwas besser informiert als ich. Und das ist die Zugspitz-Seilbahn. Und die fährt da hoch, richtig zu Deutschlands höchsten Berg. Wunderschön. Vielleicht ein Blick auf den See. Oh, ich riech Futter. Wir können ja was essen hier. So, jetzt haben wir uns mal ein bisschen von der Zugspitze entfernt, haben die sozusagen im Rücken und sind mal an den Eibsee runtergelaufen. Der liegt nämlich genau vor der Zugspitze. Ja, wunderschön hier. Man kann einen Rundweg machen oder man kann auch noch mal einen Weg weiter nach oben laufen, um einen kompletten Blick auf den Eibsee zu bekommen. Wir werden den jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz rund schaffen, weil das sind ein paar Kilometer. Aber wir laufen einfach mal ein bisschen und schauen uns mal an, wie schön die Natur hier ist. Genau, das machen wir. Jetzt links abbiegen in Richtung Hohenschwangau. So, wir sind angekommen am Schloss Neuschwanstein, beziehungsweise an beiden Schlössern. Das andere Schloss sehen wir da hinten. Ich weiß nicht, ob du da mal ganz kurz hinschwenken magst. Hohenschwangau, und das ist das Schloss Neuschwanstein, das seht ihr da hinter uns. Ein bisschen Weg bis da hoch, 2,5 Kilometer, aber das machen wir jetzt einfach mal zu Fuß bergauf und dann gucken wir mal, wie es oben aussieht. So, wir sind hier jetzt in der Pferdekutsche. Es geht gleich runter. Die Tickets kosten 3,50 runter, Talfahrt. Und wir haben hier auch Gas und Bremse. Ja, sonst würden ja die Pferdchen die kurz abkriegen. Die Pferdchen dürfen doch nicht die Kutsche hinten in die
in die Hufe kriegen. Nein, wir haben ja Gas und Bremsen. Ja, ja. Wir haben Hybridpferde. Genau, Hybrid, richtig. Hybrid. Das sind die ersten Hybridpferde, die ich sehe in meinem Leben. Ich hab's gewusst. Schatz, was hat das Pferd gerade gemacht? Gepupst. All inclusive here. Now it's too late. So, liebe Camperfreaks, wir sind jetzt da am Olympiahalle und gleich nach Südosten Richtung Hans-Jochen-Vogelplatz. Das ist die Schlange, aber das geht schnell. Wir kommen weiter. Hier riecht es nach Popcorn. Ja, hier riecht es nach Popcorn. Ich muss halt extra rausgehen und so, das sind so eine Kantine. Und das verlangen die da. Ja.